Ist mein Schwert, ich gebe das nicht mehr her. Und wenn ich die ganze Kirche stürzen muss. Not that I had ever placed much faith in those swine from the Western Church. I have news, both good and bad. The remains of Saros were not in a tomb. However, something else was. The sword of the Creator. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. Thief? Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. I doubt you will be surprised to hear that the crest stone had already been removed from the sword when it was found. Hmm, as expected. It would be foolish to keep both in the same location. There's more. The professor was able to awaken the sword's true power. Even without the crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is... Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible. The King of Liberation's bloodline should not even... They must be allowed to keep it, for now. I do not have enough information about the professor to act. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. Good. I believe I will enjoy this a great deal. So, jetzt mal schauen, was die andere wieder zu sagen hat, die wo nicht mehr ihre verdammte Haarklammer behalten kann. Thank you enough for defeating those invaders in the holy mausoleum, and especially for protecting the sword of the creator. That sword is one of the hero's relics and the most precious artifact in the church's possession. It is also a weapon of terrifying power. For now, I will entrust the sword to you. Please use it wisely. Lady Rhea, wait. Do you truly mean to give the sword of the creator to this? Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. If someone like Nemesis were to appear again, all of Vordlin would be consumed by war. Nemesis? Nemesis, the King of Liberation. He is an ancient king of mankind who was defeated by Saros over 1,000 years ago. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is said that the goddess gifted Nemesis with the sword of the creator. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Saros was forced to destroy him. Lady Rhea, I beg you to reconsider. Given a little more time, we could more accurately assess this stranger's abilities. No. I have faith, Sereth. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the sword of the Creator. Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. I understand. As you wish, Lady Rhea. There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you. Word of the Creator? Liberation? Each tale is more confusing than the last. And I really can't read that Rhea at all. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? Das ist wirklich seltsam. I feel as though we have become entangled in a mystery. And there is one more thing that has been plaguing me. The sword of the creator. It somehow feels distinct from other relics we have seen. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? Katze? Yes, her. The sword of the creator is different from her Thunderbrand in one key way. It bears a hole where something should have been, but is no more. I despise not knowing what is going on. It frightens me. And yet, I place my trust in you. But whatever comes to pass, please swear to cut a path that is your own.
Da ist die Frage, ob der Befreier damals nicht der Gute eigentlich war, ne? Und von der Seros weiße Wolken, Monat des grünen Regens, Turm der schwarzen Winde. White clouds, verdant rain moon. Ja, was jetzt? Weiße Wolken? Weiße Wolken oder schwarze Winde? Was denn jetzt? Entscheidet euch. Geht nicht beides. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder. This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Verdammt, hätte ich gern diesen verdammten Todesritter gekillt. Weil er hatte irgendwas, bestimmt irgendwas Gutes. Vielleicht hätte ich seine Sense bekommen. Meine Sense. Die hole ich mir noch. Elender Drecksack. Weißt du, er hat seine verdammte Sense an mich abzutreten. Bereiche im Kloster erkundet werden. 4000 Gold von der Kirche erhalten. Sehr gut. Jetzt schon wieder. Ich habe eine neue Mission für dich, Professor. I would like for you to take your students into Kingdom territory to eliminate some thieves. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lance of Ruin. Was ist das für ein Name, Alter? Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. Warum muss ich die Kirche seiner annehmen? This skirmish involves a holy relic. And is therefore more than a single noble is capable of resolving. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. After all, you wield the sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. Ja, aber ihr glaubt nicht, dass ich die Lanze des Untergangs auch wieder zurückgebe, ne? Das ist alles meins. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Okay. Professor, I heard about our mission for this month. A thief with a hero's relic is worrisome, but with you at our side, I'm certain we can handle him. After all, you have the sword of the Creator. It was allegedly wielded by Nemesis, the King of Liberation. If the legends are true, you hold the power to stand against entire armies. A band of thieves should be nothing. Even the most elite Imperial forces or the Knights of Seros could not hope to defeat you. Warum sagst du das? I'm just marveling at the potential. Besides, your power does not lie solely in the sword of the Creator. You are stronger and more terrifying than you realize. Professor, when we leave the monastery, will you still think of yourself as my teacher? Was? Die bekommt jetzt schon Zweifel, ne? Das Kloster verlassen? Never mind. I'm being thoughtless with my words. For now, let's just focus on the problem at hand. Good of you to come, Professor. I've heard much about you lately. Specifically, that you are able to awaken the sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description. Which allowed for a temporary hypothesis.
However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The Crest of Flames. That is what you possess. Das Flammenwappen. Your ability to wield the sword of the Creator has unequivocally proven my hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. Finde ich gut. Ich bin immer bereit für mehr Power. Was jetzt schon wieder? Was Edelgard so macht? Ja klar, los. Bob, save. Hm? Wer könnte das sein? Ist das ein Geist? No, that is surely not the case. Wie sie mir meine Antwort klaut. What is that look upon your face? I am no ghost, if that is what was on your mind. No. Who's there? Professor, what are you doing here? Warum schläfst du in deinen Klamotten? Ich habe etwas gehört. Oh? Perhaps I was talking in my sleep. Hast du schlecht geträumt? Ah, so you heard me then. Yes, it was a nightmare. I've had them since I was a child. Stupid, pointless dreams I can't control. It's terribly frustrating. Kann ich irgendwie helfen? No. They're just worthless dreams of the past. Talking about it won't change a thing. Du kannst mir alles anvertrauen. I had a feeling you'd say that. I suppose I could try. But only if you swear not to tell a soul. I appreciate it. I dream of my older brother, paralyzed, helpless. My older sister crying for help that never came. The youngest babbling words beyond meaning. I see my family dying slowly, waiting in the darkest depths for a glimmer of light. I once had 10 siblings, 8 older and 2 younger. Such a large family, and yet I became the heir to the throne. Do you know why? Every last one of them was crippled by disease, or lost their mind, or died. I was the only one left who could inherit the throne. Wie ist das passiert? Things kept getting worse. The darkness kept getting darker. In the end, I was the only one who survived. The nightmares are a reminder. To never forget. To never allow such terrible things to happen again. Weitere Übel? Even now, I'm the only one who can carry the weight of the Adrestian Empire. The future of the Empire. Of everything depends on me. I shared more than I intended to. I suppose there's something in the air tonight. I've never told anyone about my past before. Please, forget I said anything. Sleep well, my teacher. Sinn und Eglert haben nur Schlüssel Level C erreicht. Auch die Motivation ist gestiegen. Holy shit. Manuela hat Geburtstag. Wer zur Levant das wird? Achso, das war die eine. Ehrliche Blumen. Ja, freier Tag. Okay. Ja, ein bisschen kann ich noch weiterspielen. Warte mal, erkunden, Seminarkampf. Ist es jetzt gar kein... Gibt es da keine neuen Dinge? Diesen Monat findet der Lanzenkampf der Häuser statt. Examen. Wie schaut es jetzt aus? Verdammte Axt, immer noch nie besser.
Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Warte mal, wo geht's im Menü? X. Speichern. Ja, was ich sagen wollte, das ist schon hart, Alter, dass du... Was waren es insgesamt? 8 Geschwister? Oder waren sie zusammen insgesamt 10? Alter, und dann halt alle durchdrehen, verkrüppelt, Krankheit, sonst irgendwas. Leck mich fett, ey. Ich meine, klar, im Mittelalter war kein Schlaraffenland, ne? Also, dass da mal was passiert. Ja. Deswegen haben ja viele auch mehrere Kinder gehabt, weil auch öfter welche dann, ja, draufgegangen sind. Haben die Geburt nicht überlebt, haben danach das nicht überlebt. Alter. Sag mal, du verarsch mich. Du hast eine fucking 68%ige Chance, es zu erreichen. Der will mich doch veräppeln. Kann ich mit irgendwem neuen jetzt auf Stufe 2? Nee. Ja, aber ich tue jetzt eher schon mal laden. Bis gleich. So, dann gehen wir noch mal ins Kloster, hätte ich gesagt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich dann nochmal... Ah, okay, es gibt Missionen. Irgendwie war das komisch, weil sonst konnte ich immer nichts machen. So, dass wir erstmal mal auftauchen. A stone. I do not understand. Yet as I think of it, the pounding in my chest grows faster still. But is that me? Or is it you? A stone? Yet what is that? Woher soll ich das wissen? Holy fuck! Feine Gesellschaft. Rhea, ich würde mich gerne auf einen Tee verabreden. Ist noch Platz im Kalender dafür? Okay. Wurden auf der regulären Handelsroute gesichtet. Händlermiliz, Banditen. Reputation. Weg der Selbstverbesserung. An alle Lehrkräfte hiermit sei daran erinnert, dass sämtliche Mitglieder der Akademie erwartet wird, ihr regelmäßig Training nicht zu vernachlässigen. Seht es. Nervenbüro. Schmied! Ich weiß nicht, ob ich das letzte gar nicht angeschaut, aber. Mir gehen die Materialien aus, um Waffen zu schmieden und zu reparieren. Verzeih, dass ich dich damit beheilige, aber würdest du etwas für mich besorgen? Finde Eisenschweißmaterial für die Schmiedin. Sie sucht rum den Marktplatz. Sobald du es übergeben hast, kannst du bei der Schmiedin Waffen anfertigen lassen. Ja klar, her damit. Ich soll das hier suchen? Wow, ernsthaft? Das ist gleich hier ums Eck? Nee, da oben. Warte mal, sie sucht es und es liegt einfach da, oder was? Alles klar. Sehr gut. Eisenschweißmaterial 1 abgegeben. Repar... Schmieden? Da unten ist das Schwert des Schöpfers. Das hat auch nur 20. Kraft 7. Kraft 8. Treffer 90. Reichweite 1 bis 2. Okay, der kann weiter zuschlagen. Gewicht 9. Gewicht 10. Schwert E. Schwert D. Kann ich das verstärken? Reparieren. Kosten... Veredelungsstein benötigt 3. Aber dann wäre es wieder auf 50. Ernsthaft? Und es kostet 455? Da kann ich wahrscheinlich dann andere Dinge auch machen. Stahlachs 47 passt. Stahllanze. Nein, warte, den habe ich schon eine neue gekauft. Jetzt ist eh zu spät. Den habe ich auch schon einen neuen Stahlbogen gekauft. Wow, wenn ich wusste, dass jetzt die verdammte Schmiedin freigeschaltet wird, ne? Super Schmiedin, super. Ja, da gibt's auch keine neuen Waffen. Wie schaut's bei dir aus? Kaufen. Lederschild, Eisenschild, Truhenschlüssel, Weihwasser, Fackel. Okay, so, was ist denn du für mich? Quest anzeigen. Banditentreiber auf meiner Hand des Rium wissen, würdest du sie bitte für mich vertreiben, damit Händler begib dich zur Margaretstraße und erledige die Banditen. Sobald sich herumspricht, dass die Straße wieder sicher ist, dürfen neue Händler zum Kloster kommen. An. Kampf ziehen. Werde hier zu Kampf an einem freien Tag. Ah. Okay. Ich bin wohl kein sehr guter Wächter. Oh, come to think of it.
Last month there was something to report, wasn't there? I never realized that bandits had entered. I'm not a great guard after all, am I? I hope you will forgive me one day. Ja, die Spackos waren von der Kirche, Alter. Ich glaube, jeder Idiot hat sie reingelassen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht. Striegel. Der Striegel ist ein Börsen vom Pferd. Er gehört wohl jemand, der gerne Pferde pflegt. Das gehört doch schon wieder ein Ferdinand, oder? No, Professor. Please leave Sylvain alone for the time being. Wer zur Hölle ist denn Sylvain? The thing is, the bandit's leader who stole the relic is Sylvain's disinherited older brother. Oh. Shit. Wer war zur Hölle war nochmal Sylvain? Warte mal, das sehen wir gleich. Ah. Der Aufreißer. Wer zur Hölle bist denn du? Hail, Professor. If I may introduce myself, I am Gilbert. My life has been spent as a dedicated knight. I am to accompany you on your assignment. I may have slowed a step in recent years, but I pledge to you the full extent of my abilities. Seid ihr nicht etwas zu förmlich? Es freut mich, euch kennenzulernen. Now, Professor, the pleasure is all mine, I assure you. Fortbilden. Lanze, Schwert. Okay. Wer steht da rum? Hey, Lorenzo von Matterhorn. From House Gautier, one of the Kingdom of Fargus's noble families, is causing some sort of commotion. What a complete disgrace to the nobility. Ja, genauso wie deine fette, riesige Rose auf deiner Brust. Nur mal so gesagt haben. Oh. Hey, Edie. A hero's relic to be stolen. It's unheard of. And just last month, the sword of the creator was almost stolen too. Also quite unheard of. What impudence. For House Gautier to invite us onto their land, they must be desperate. But at least we'll have the stalwart knights ready to stand around and watch us do all the work. Tee anbieten. Verlorenes Item. Benutzte Parfümflasche. Das ist ja für die Ding. So. Marianne. Some people are unhappy because they don't have the crest they want. And some are unhappy because they have a crest they never asked for. Tja, blöd, wenn man so eine tauschen kann wie Pokémon-Karten, hä? Ferdinand, du Penner, hast schon wieder was verloren. Oh. Held the sword of the creator. What could it mean? Warte mal, Verlauf, kann man mit ZL? Da sagt der Seros im Heiligen Museum sollte eigentlich all ihre Gebeine beherbergen. Okay. Verlorenes Item. How could you possibly... Weil du Penner den ganzen Tag bei den Pferden bist? Das ist jetzt überraschend, wenn ich ehrlich bin. Scheiße, wer bist du? Thomas, die Lokomotive. The head of the Western Church holds the title of Bishop. That's not as distinguished as an Archbishop, such as Lady Rhea. But it still comes with a fair amount of authority. If someone in that position plotted an assassination, I cannot help but think it must have been instigated by some outside force. There are bishops in the Eastern Church as well, but to speak frankly, they do not have much impact. They are under the influence of both the Archbishop and the Leicester Alliance, so their ability to voice grievances is quite limited. Alles klar, Thomas. Chuchu. Wer gabbelt denn hier schon wieder rum? Wer zur Hölle bist denn jetzt du schon wieder? Scheiße, schaust du zwielichtig aus. Obwohl. Das Lustige ist jetzt mit dem Bart, wo ich ihn jetzt erst sehe. Das habe ich vorher nicht bemerkt. Jetzt schaut er eher... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall schaut er besser aus und nicht wie so ein... Schon wieder ein Verräter? Keine Ahnung, die schauen irgendwie alle so böse aus. Mein Name lautet Rodrigo Achelflatius. Okay. I've come in Margrave Gautier's stead to retrieve their stolen relic. However, as I hear it, a group of students is to attend to this matter. I sincerely hope no harm comes to any of them. Alter, weißt du, was mir schon meckmetzelt haben, Alter? Wir sollen ja eigentlich in Ruhe lassen und trotzdem sprechen an. I can't believe my own brother is the leader of the bandits. House Gautier is my true home. And his. Please, Professor. He really is one of the worst people I've ever known. But we still... We share the same blood.
Hast du zufällig Striegelzeug verloren? Okay. War ja nur eine Frage, Mann. Was hat sie? You acquitted yourself honorably last month. To think they'd go into the Holy Mausoleum and assault the Goddess Tower. I cannot imagine the Western Church was acting on its own. Someone must have been helping them. As for the masked knight who escaped, his days are numbered. Ich glaube, der hätte ich auch platt gemacht. Der Typ hat doppelt 28 abgezogen. I hope we find him soon, so I can kill him myself. Ich meine, sie war zwar auf... Was war sie, auf 30 oder so? Aber ich glaube trotzdem, der hätte sie weggehauen. Achso, ich bin beschwert immer noch auf D, sehe ich gerade. Ich muss echt eine Fortbildung machen mit dem Schwert dann bei Gelegenheit. Oh ja, wir sollten ab und zu mal schauen, ob wir noch irgendwas sehen, was wir mitnehmen können. Trainierst du fleißig? Das geht dich Dreck an. Wieso, wie es mich alle zulassen? Was ist denn hier los? Mehr zu lesen. Ruhe in liebenden Erinnerungen. Und warum kann ich nur das lesen? Sogar die Katze ist hier. Katze. So, was haben wir hier? Exotische Feder. Aus Brigitte. Ah, Petra. Davon steht sie doch. Hey, Kasper. Ja, nehmen wir geben erst die Feder ab. This has been my first time to the Kingdom's North. I hear the people of North are cold and have much loneliness. Professor, I hear you have had work, have worked as a mercenary in the Kingdom. Did you find joy in this? You cannot remember? Is that having possibility? I have amazement. Exotische Feder. I had lost the place of this. You have my thanks. Den Ort vergessen. Du konntest den Ort auch nur vergessen, wenn du es verloren hast. Da liegt schon wieder was. Lippenstift. Jemanden, der Frauen beeindrucken will. Hä? Soll das nicht einer Frau gehören? If this had something to do with a family conflict, I don't think I could choose a side. Selbst wenn eine Seite eindeutig schuldig ist? I think I'd be a pretty good judge of that. I know relics aren't easy to come by, but I'd still like to get my hands on one. Na, sag mir bloß einfach, das verdammte Relikt haben will. Das sind alles meine. Ich hol mir alle Relikte und dann mache ich euch alle platt. Also, die Gegner, nicht meine Studenten. Hey, Professor. Don't you think everyone's making too big a fuss over these crests or heroes relics or whatever they're called? How important can that stuff really be? Ich weiß nicht recht. Personally, I don't even care that I don't have a crest. I'll take muscles over crests any day. Heck, I'll take muscles over a hot meal. Actually... Du bist so ein Pfeifenkopf, Alter. Warte mal, was haben wir da drin? Wer gammelt denn da drin rum? Hilda, können wir jetzt dir endlich dein blödes Parfüm geben? A sprinkle of drama to keep things interesting. But since you arrived, it's been one thing after another. Is that just a coincidence, I wonder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. What do you mean? I don't like the way you say that. Stop trying to spook me. Warum kann ich ihr das blöde Ding nicht geben, weil ich es vergessen habe? Aristocrats are fools, allowing their lives to be dictated by their crests. Though I suppose I am much the same in that regard. Okay. So. Da steht noch wer. Hey, Annette. Professor, if you're heading to the kingdom, I would recommend taking a coat. It's chilly, even at this time of year. It also rains a fair bit. Don't get caught out there without protection, or you're sure to catch a cold. Kommt die von daher, oder was? Ja, warte mal. Hast du zufällig was verloren? Das hätte man bei den anderen vielleicht aber ausprobieren sollen, ne? Ach, ich schau dann eh irgendwann wieder nach. Was geht hier ab? Wer ist da? Dorothea! So, you have a crest too, eh, Professor? Does that mean you're descended from nobility? You've certainly got the look for it. I sure do wish there were more nobles like you, Professor. A teacher, a mercenary,
and so very mysterious. How could a girl ever get enough? Scheiße, ich mag sie wegen der ganzen Necke, Alter. I'm sorry, but ach, verdammt. Stichelst du gern Pferde? Auch nicht. Wer ist denn hier schon wieder? Hey, Alter. Swinging a sword about in the holy mausoleum? The potential for damage is too great to imagine. Alter, ihr habt mit Magie um euch geschmissen. I sincerely hope the saints' coffins were not damaged. Wurden sie nicht. Using magic? I've heard you weren't, but ugh, it's torture not being able to go inside the holy mausoleum for an entire year. Ach, Alter, krieg dich ein. So. Was ist denn hier? Austauschkoordination. Austauschstudenten aufnehmen. Yes? Das Kloster beherbergt Austauschstudenten von Spielern aus aller Welt. Wenn du mit einem Studenten sprichst, kannst du lokal die Spezialitäten erwerben, an Versteckspielen teilnehmen oder sie als Adjutanten anheuern. Wenn du lokale Spezialitäten auswählst, kannst du Items und Material günstiger kaufen als sie im gewöhnlichen Laden. Hm? Nope. Ich würde es immer gern so spielen, ohne dass ich irgendwelche Online-Funktionen reinballern. Vor allem gerade bei sowas brauche ich das eigentlich nicht. Es ist ja schön, wenn sie es drin haben, aber... Oh Mann, wir wollen zum Gärtnern. Wir haben doch da zwei Sachen. Warte, was war da? Regenwurm. Die Flayne hat eine Aufgabe. Was ist los? Why is that fish so still? Wait, is it swimming sideways? Perhaps it is resigned to its woeful fate of being plucked from the water and eaten. Ah, Professor. You are so outgoing with all of the students. I would like to have more opportunities to connect with you. Though I am certain my brother would disapprove. Might you help me with a favor? Ich kann nicht glauben, wie wenig man sich in letzter Zeit um die Heiligenstatuen kümmert. Zieht sie dir nur selbst einmal an. Was da alles zu Füßen der Statuen liegt, das ist nicht im Mindesten akzeptabel. Sammle auf dem Heiligenstatuen herumliegen die Statuen. Sammle auf was? Achso, was davor rumliegt. Statuen stellen die vier Heiligen da. Okay. Und wenn du das schon siehst, du hättest das nicht vorher aufheben können, oder? Ich will dir hier nicht rummosern, aber das, wenn du es dir schon anguckst, hast du es gleich mit aufheben können. Nur so ein Gedanke. Die Heiligenstatuen sind das, was da oben im Ding liegen, oder? Ja, genau. Was wollte ich machen? Ach ja, genau, ich wollte zum... Was geht hier ab? Gewächshausdame. Ernten. Rote Blumen haben Rose, Veilchen, Lavendel, Kannenpflanze. Ja, stark. Wir brauchen eh mehr Geschenke. Samenpflanzen. Wir haben doch... Haben wir denn diesen Wundersamen? Nee, rote Blumensamen. Warte mal. Ah, fuck, jetzt bin ich wieder raus. Samenpflanzen. Rote Blumensamen. Obstsamen. Obstsamen? Komm, Obstsamen. Pflegen. Pfleglich stutzen. Güteprognose. Achso, ich kann nur einmal pflegen drücken. Sonst so irgendwas nicht. It's awful. Just awful what happened with the rite of rebirth. The infirmary. Well, it was a mess. Things are finally calm again. And so I've come here to unwind. Let me tell you. I put all of my knowledge to use keeping those kids alive. Still, the truth of it is that when someone faces death for the first time, well, they figure out who they are. We can't lose them, Professor. Not to battle or to cowardice. If you can keep them going, then I will too. Ich werde sie um jeden Preis beschützen. Was? Warte mal, was habe ich jetzt für die Mercedes eigentlich wieder gebraucht? Ist die Bernie eigentlich schon wieder in dem verdammten Zimmer? Nadel und Faden. Der gerne in seinem Zimmer bleibt und näht. Ernsthaft? Bernie. Ich kann aber spüren, dass du welchen isst. Na gut, ich nehme dich beim Wort. Talking through the door, Professor. Verlorenes Item. I've been looking for this. Thank you so much.
Also es war vor der Tür gelegen. Ja gut, ich gehe da nicht gern vor die Tür. Achso, jetzt muss ich mal aufhören. Ich kann gerade wirklich nicht aufhören, Mann. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. So, geht schon wieder gemacht. Achso, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Fire Emblem Three Houses. Macht's gut und Servus.